Der Grand Prix von Spanien ist schon seit mehr als 30 Jahren ein fester Bestandteil des Formel-1-Kalenders. Und das aus gutem Grund. Denken Sie nur mal an den verregneten Grand Prix von 1996 zurück, den Michael Schumacher komplett dominiert hat, als er seinen ersten Sieg für Ferrari einfuhr. Oder an so viele andere legendäre Momente auf dieser Strecke. Gemeinsam mit weiteren 140.000 Besuchern warten wir auf den Start des Rennens, das mit einem 730-Meter-Sprint zur ersten Kurve beginnt und wo die Runde insgesamt 4,6 Kilometer lang ist. 16 Kurven machen das Überholen zwar nicht einfach, doch es gibt auch genug schnelle Passagen. Viel Action erwarten wir in den Kurven 3 und 9. Nach einem sensationellen Qualifying ist es nun Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Charles Leclerc startet aus der Pole Position und ein sehr glücklicher Carlos Sainz startet vom zweiten Platz. Im Rest der Startaufstellung haben wir Verstappen, Perez, George Russell und Hamilton, Drugovic, Tsunoda, Albon und Guanyu Zhou, Stroll, Magnussen, Oscar Piastri, die einzig wahre, Vettel, Norris, Nicolas Latifi und Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Hülkenberg, wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los, und Mick Schumacher. Die Startlichter werden jeden Moment ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke. After the points finished last race, let's aim to keep that momentum going. Ja, das sollte das Ziel sein und damit herzlich willkommen zurück zur F1 22 My Team Karriere hier auf dem Pixelating Kanal mit mir, dem Ray. Ja, feucht-fröhlich würde ich es ja gerne nennen, das Qualifying, aber fröhlich war daran leider nichts, aber feucht war es. Und ja, ganz knapp habe ich den Sprung ins Q3 verpasst. Ich habe tatsächlich zwei kleine Fehler eingebaut und am Ende waren es ja so ein Zehntelchen, was mir gefehlt hat. Und ich glaube, wenn ich ins Q3 gekommen wäre, wäre ich auch nicht nur irgendwie um Platz 10 rum, sondern auch wieder deutlich weiter vorne. Man hat es auch gerade gesehen an den Zeiten in der Startaufstellung. Es war auf jeden Fall trocken im Q3. Und wenn ich eins mitnehmen kann aus dem Training, dann, dass unser Fahrzeug sehr, sehr, sehr gut im Trockenen funktioniert. Glück ist, wir haben blauen Himmel, wir haben im Rennen trocken und deswegen war schon auch die Kampfansage am Ende des Qualifyings, ich sag's jetzt auch nochmal, ich will in die Top 6 fahren. Wir starten von P14, ich will heute definitiv in die Top 6 fahren. Ich glaube, unser Fahrzeug, unser Setup kann das auch, aber dazu muss natürlich auch einiges passen. Und wir gehen mal rein in die Strategie. Er schlägt mir Soft Medium vor. Ich würde ganz gerne mal wieder ein bisschen spielen und zwar würde ich mal gerne die Softs nach hinten anstellen. Mal gucken, was da die Idee wäre. Wäre ein Ticken langsamer, sagt er, aber ich glaube, ich würde lieber hinten raus mit den Softs attackieren. Und wenn das Fahrzeug auch leichter ist, weil gerade in Spanien überhitzt man gerne die Reifen, wenn das Fahrzeug schwer ist, plus die Softs, die dann vielleicht auch schnell überhitzen. Na, man kann sich ja merken, je weicher der Reifen, desto schneller überhitzt er dann auch gerne. Und deswegen lieber jetzt mit den Mediums rein und dann auf die Soft wechseln. Ich glaube, das ist eine gute Strategie. Ich könnte mir auch vorstellen, dass viele der Konkurrenten auch mit Mediums starten. Dann sind wir da immerhin schon mal gleich auf. Ja, sprittechnisch sagt er 3 Runden mehr. Das halte ich für ein bisschen zu viel, aber vielleicht 2 Runden extra ist vielleicht nicht verkehrt. Nicht, dass nochmal so ein Fauxpas passiert wie in China und wir haben vielleicht hier doch mehr Vollgasanteil, als man denkt. Könnte natürlich auch noch hinten losgehen, aber sagen wir mal so, 51 Kilo ist auch ein guter Wert. So, das bestätige ich nochmal und dann verlieren wir keine Zeit. Gehen wir rein in die Einführungsrunde. Und dann schauen wir mal. Und wir sehen, doch einige mit Soft, hätte ich nicht gedacht. Okay, interessant. Aber mit Medium sind wir jetzt, glaube ich, auch nicht falsch. Schauen wir einfach mal. Und wie gesagt, die Idee, die ich habe, ich glaube, die könnt ihr nachvollziehen. Eben lieber jetzt mit einem schweren Auto in den härteren Reifen fahren. Gehen hier auch schon mal hoch. Das habe ich ja runtergestellt fürs Regenstiff. Ja, mal gucken. Also, Spanien war in der Regel nicht immer ein sehr gutes Pflaster in den F1-Karrieren. Und ja, mit dem Ergebnis aus Imola im Rücken, mit dem sehr guten Gefühl tatsächlich im Rücken, das Fahrzeug fühlt sich sehr, sehr gut an. Selbst im Regen hat es sich sehr gut angefühlt, obwohl es kein reines Regensetup ist. Wie gesagt, schade natürlich wegen den paar Zehntelchen, aber das kann halt passieren. Aber immerhin weiß ich schon mal, es steckt mehr Potenzial drin. Und für dich als Zuschauer ist es ja vielleicht auch nicht schlecht, weil so ist die Garantie wahrscheinlich sehr hoch, dass es auch ein paar Überholmanöver gibt. Natürlich schade, weil es wird natürlich sehr viel Zeit kosten, da nach vorne zu kommen.
Aber das schauen wir mal. Also, Ferrari vorne, die sind auch klar die stärksten aktuell hier in der Saison. Red Bull dahinter, auch die machen genau da oder sind genau da, wo sie hingehören. Der McLaren, der eine, ja, auch sehr stark. Der andere hat ja auch ein bisschen Probleme gehabt. Norris hinter uns, der wird auch wahrscheinlich vielleicht jetzt schneller sein in der Startphase. Schauen wir mal. Wir müssen aber das Beste draus machen. Top 6 ist natürlich ein krasses Ziel. Das heißt schon mal, wir müssen beide Mercedes da vorne schlagen, die jetzt auch nicht so schlecht sind. Aber wir schauen einfach mal. Unser Fahrzeug hat sich gut entwickelt, fühlt sich sehr gut an. Wie schon gesagt, Setup fühlt sich auch sehr gut an. Muss noch ein bisschen auf die Reifentemperaturen achten. Das kann hier mal schnell zum Verhängnis werden. Aber so oder so würde ich jetzt schon mal sagen, ich wünsche ganz, ganz, ganz viel Spaß und die bestmögliche Unterhaltung beim großen Preis von Spanien hier auf dem Circuit de Catalunya Barcelona. Ein Pflaster, was eigentlich mir immer sehr viel Glück gebracht hat. Also vielleicht ist es heute auch wieder so. Ich schau mal. Auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß hier in unserer F1 22. Meine Teamkarriere mit unserem PXR Racing Formula 1 Team. Was mache ich denn? Der dritte Gang war natürlich kacke hier, um das zu machen. So, jetzt sind wir alle wach. Let's go. Okay, incredible parking there. Nice one. That's going to give you the edge if you can get a good launch as the race starts. Leider zu viel Wheelspin gehabt. Aber das kennen wir ja leider schon. Schon ein bisschen angestupst. Damit ist Norris natürlich schon direkt vorbei. Aber vielleicht können wir uns ja an Norris festklammern. Müssen wir mal gucken, dass wir da halt irgendwie an Vettel oder so vorbeikommen. Das war nicht einfach, aber es hat irgendwie geklappt. Wichtig jetzt auch. Jetzt gucken wir, dass wir da an Norris vielleicht dranbleiben. Dass die ersten Runden da uns irgendwie reinkämpfen. Ich muss mich natürlich jetzt so nach dem Qualifying auch erstmal wieder ans Trockene gewöhnen. Ich meine, die Strecke wird trotzdem nicht so viel Grip haben, weil es fast das komplette Quali geregnet hat, aber das wird sich im Laufe des Rennens schon ändern. Ja, ich muss mehr Vertrauen ins Grip-Niveau haben. Das war jetzt nicht gut rausbeschleunigt. Viel zu zack, hab dann ins Gas gegangen. Da ist noch so ein bisschen das Regen, die Regen-Throttle-Control im Kopf. Vettel will es aber auch wissen. Klar, mit den Softs hat er natürlich auch einen gewissen Grip-Vorteil. Das ist natürlich jetzt kacke. Okay, we've lost a position. That's us down a place. Wir versuchen es jetzt einmal nochmal hier. Vettel zieht einfach zu, ey. Was ist bei ihm los? Vettel, ey. Also, wow. Das war natürlich jetzt eine Assi-Nummer. Da muss ich zurückziehen. Da zieht er einfach zu, obwohl ich klar daneben bin. Und wenn man halt einen Kontakt bekommt in dem Spiel, dann ist der Grip gefühlt direkt weg bei einem. Deswegen, da kann ich nicht einfach dagegen halten. Ja, also eine Startphase, die mir überhaupt nicht gefällt. Bin ich ganz ehrlich. Ich habe mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich muss jetzt ein bisschen Vertrauen ins Fahrzeug aufbauen. Aber es ist irgendwann hin. Kriegs Auto gerade nicht in die Kurve 1 rein, so wie ich es gerne hätte. Ja, ich krieg das Auto gerade nicht in die Kurven rein. Verdammt.
so wie ich sie gerne da reinkriegen würde. Das können jetzt einfach an der Dirty Air auch liegen vom Vordermann. Im Training bin ich natürlich nicht wirklich in der verwirbelten Luft gefahren. Da bin ich jetzt nicht verunsichern lassen. Sven ist stand jetzt noch lang. Ja, natürlich zieht er raus. Ach Mann. Das hat irgendwie nicht so für mich. Auch hier, ich muss ruhig bleiben. Ja, der Angriff von Vettel da vorhin, der hat mich jetzt so rausgebracht. Magnussen hält safe auf. Jetzt sehen wir mal, was ein gutes Quali halt doch wert ist, ne? Ich bin noch nicht so richtig drin im Rennen, tatsächlich. War aber bis jetzt auch schwierig, einen einigermaßen guten Rhythmus aufzubauen. Da vorne halt wegzieht, ne? Den müssten wir eigentlich mitfahren. Das ist so der direkte Konkurrent aktuell. Great work in catching the car ahead by around 5/10 a lap. Wichtig, jetzt müssen wir mal gucken, dass Vettel diesmal hinter uns bleibt. Es geht die gleiche Scheiße von vorne los. Nein, an sich finde ich, von der Pace her würde ich sagen, bin ich zufrieden. Wir haben die Softfahrer nicht gut im Sack, aber. Naja, jetzt gucken wir mal. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Das Imola-Rennen ist das beste Beispiel. Head down und weiter pushen.
Ja, Auto ist sehr gut. Das Auto ist einfach geil. Deswegen, das Rennen ist noch lange nicht zu Ende. Okay, da hätte ich jetzt zumachen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass er da die Attacke versucht. Aber jetzt haben wir die bessere Linie normalerweise. Dabei. Ja, wir haben halt die Honda-Power aktuell, ne? Die merkst du jetzt. Da ist Norris wieder. Also all good. In dem müssen wir uns nämlich, wie gesagt, ein bisschen orientieren. Auch wenn er natürlich auf einer anderen Strategie ist, aber trotzdem. Das Management ist richtig stark von uns gerade. Das gefällt mir sehr gut. Ich habe immer noch nicht so hundertprozentiges Vertrauen. Aus der letzten Schikane raus, aber es passt schon. Nice, sehr wichtig jetzt. Könnte nämlich jetzt auch sein, dass die Mediums jetzt schon langsam die besseren Reifen sind. Weil ich kann mir vorstellen, die Soft bauen natürlich schon schnell mal hier ab. Oder werden zu heiß. Ja, gut, wenn wir jetzt vor Norris bleiben und vielleicht die Attacke gleich gegen Stroll setzen könnten, dann wären wir schon mal in der Top 10. Ja, unser Auto ist einfach fantastisch, ey. Unser Auto hat sich so geil entwickelt. Das ist richtig gut jetzt. Die, die jetzt mit Soft reingehen, die werden halt safe in den Verkehr fahren. Und die werden da ein bisschen aufgehalten werden. Klar, wir hatten jetzt am Anfang auch Verkehr. Aber trotzdem, das ist gar nicht so verkehrt jetzt. Erstmal. Die Strategie könnte richtig aufgehen hinten raus noch. Jetzt gucken wir mal. Nur noch gucken, dass wir hier trotzdem einigermaßen gut durchs Feld kommen. Fahren hier. Ja, Norris, ey, das ist krass, was der jetzt hier nochmal rauszwirbelt. Aber die McLaren sind eh so krass stark in dieser Karriere. Gefühlt schon fast zweitstärkste Team im Rennen. Keine Ahnung. Guck gerade mehr nach hinten als nach vorne, ey. Obwohl ich jetzt fast schon davon ausgehe, dass Norris sogar in die Box fährt, obwohl er gerade eine schnellere Pace hinlegen kann, wobei es kann auch sein, dass ich einfach ein bisschen jetzt durch den Williams aufgehalten werde. Also, das kann nicht nur sein, es ist so.
Und wenn ich es jetzt halt natürlich nicht hinkriege, einigermaßen an den Schlüsselstellen schnell zu sein und dann jetzt hier gleich vorbeizugehen, ist natürlich kacke. Wobei, jetzt kann DRS, könnte sich vielleicht sogar noch ausgehen, wenn wir jetzt einen guten Tempo Überschwung haben. Okay, er zieht ziemlich eng zu, aber ich glaube, ich schaffe es trotzdem. Sehr gut, nice, wichtig. Komm, weiter, pushen, pushen, pushen. Ja, wir können voll fahren. Bei Clean Air kann ich hier voll durch. Wenn wir jetzt bis zum Boxenstopp noch an Trukovic rankommen, dann wären wir voll dabei im Rennen. Das ist einer der Mercedes. Und ich habe ja gesagt, die Mercedes, die müssen eigentlich das Ziel sein am Ende. Fühlt sich so geil an. Green flag, green flag. We're racing again. Let's go. I've got information on Albon for you. Ja, wir haben DRS, sehr gut. Ist nicht mal mit gerechnet, perfekt, aber um sich da weiter ranzukämpfen. Nico's coming in for a stop now. Das war schlecht. Aber wieso kriege ich die Schikane gerade nicht hin? Die ist so entscheidend. Aber könnte trotzdem wieder sich ausgehen. Aber DRS gegen nicht DRS. Ja, schwierig. Aber klappt trotzdem. Hat es natürlich trotzdem Zeit gekostet, aber Hauptsache Positionsgewinn. War jetzt wichtig. Und jetzt vielleicht noch bis zum Boxenstopp an Trukovic ran. Das wäre natürlich sehr gut. Dann wären wir voll dabei im Geschäft, würde ich sagen. Dürfen ja auch noch ein paar Runden sein bis zum Boxenstopp. Also all good. Dass die Long-Run-Pace bei uns stimmt, das haben wir jetzt oft genug gezeigt. Und die sollte mit diesem Setup sogar nochmals stimmen. Also die ist auf jeden Fall Long-Run-Pace technisch besser als die aus der Vorsaison. Plus die Entwicklung auch noch. Also ich bin guter Dinge, hier geht auf jeden Fall noch was. Und wenn ich eine Kampfansage mache, ich bin ja eher als immer mehr Pessimist als Optimist, aber wenn ich schon mal eine Kampfansage mache, dann muss das ja auch was heißen. Also let's go, komm. Jetzt nur nicht übers Knie brechen, sondern weiterhin in seinem Ding fahren, dann geht da was. Gucken kurz mal, Runde 21 war es, ja, okay. Wie gesagt, die Early Stopper haben je nachdem jetzt auch böse Verkehr. Das kann uns hinten raus halt helfen. Fühlt sich fantastisch an. Da haben wir gute Arbeit geleistet über den Winter. Okay, be aware, the grip levels are going to start falling away soon.
am DRS, geil. Teamkollege. Auf geht's. Krass ist, wir haben an den Bremsen noch gar nichts entwickelt, wenn wir jetzt so geilere Bremsen bekommen. Ey, da können wir richtig kämpfen. Wir können halt leider an den Bremsen noch nichts entwickeln. Da müssen wir erst unsere Chassisabteilung nochmal eine Stufe höher bringen. So, jetzt auch in der Box. Wir machen kurz einen Prozess, würde ich sagen, oder? Ja, hält dagegen. Aber ich mache mich breit. Let's go. Fünf Runden bis zum Boxenstopp, also ist noch eine Weile. Aber das ist schon mal gut, den ersten Mercedes hinter uns zu haben, der Stand jetzt noch auf der gleichen Strategie ist. Wäre geil, wenn wir ihn aus dem DRS-Fenster bekommen könnten. Aber ich glaube, das wird nicht so einfach. Das war nicht gut hier rein. Da wollte ich jetzt ein bisschen zu viel. War auch nicht gut. Sorry. Berg in die Box, okay. Das heißt, er geht auf hart. Alles andere macht ja keinen Sinn. Sainz geht auf hart. Nice, okay. Hier geht richtig noch was, Leute. Also die, die auf soft gestartet sind, sind wahrscheinlich auch auf hart gegangen eher. Und die zum Teil jetzt auch. Das heißt, wir haben jetzt echt ein Ass im Ärmel. Ja, seht ihr, Verstappen auch auf hart. Das heißt, hinten raus dürften wir richtig, richtig Gas geben können. Jetzt müssen wir nur sauber unseren Stint noch zu Ende fahren mit einer guten Pace. Dann geht hier richtig noch was. Dann könnte sogar vielleicht nochmal ein Podium drin sein. Das wäre natürlich dann eine Ansage an die Konkurrenz. Aber ja, wie gesagt, das Auto ist geil und gerade im Long Run ist es geil. Und ich war jetzt auch überrascht, wie gut es eigentlich im Regen ging. Ich glaube, meine Kampfansage, die habe ich aus dem Bauch heraus nicht umsonst ausgeschüttet. Gut ist jetzt, dass wir auch ein bisschen Clean Air haben. Können wir nicht schön jetzt uns da das Ganze managen bis zum Boxenstopp. Ich muss nur ein paar Stellen hier jetzt noch ein bisschen optimieren. Ich gerade nicht so optimal fahre. Alle, die jetzt da hinten kämpfen oder aufgehalten werden, spielt uns in die Karten.
gut. Abstand zu Sainz bleibt aber ähnlich, würde ich jetzt sagen. Also 6,5 war es gerade eben, glaube ich, auch. Oder so ähnlich zumindest mal. Jetzt gucken wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Also wenn wir jetzt nur ein paar Zehntel verlieren, dann ist alles gut. Dann ist die Pace aktuell echt stark, weil die sind auf frischen Harten. Ich doch mal auf den Abrieb. Ja, okay. Aber fühlt sich gar nicht so an. Wirklich nicht. Sonst hätte ich schon längst was gesagt. Also das spricht nur fürs Auto und fürs Setup aktuell. Ja, auf der Bremse rutsche ich ein bisschen mehr jetzt, aber alles gut. Also für das, dass sie schon bei 50% sind, beklage ich mich mal überhaupt nicht. Okay, jetzt verliere ich doch ein bisschen mehr als gedacht. Leichter, das ist auch geil. Ja, aber gut, 6,3. Also wir verlieren echt nicht so viel. Das ist okay. Das, dass meine Reifen jetzt echt schon am Ende ihres Lebenszyklus sind und die mit frischen Harten. Die Harten sind hier eigentlich keine schlechten Reifen, weil die einfach auch sehr hitzeresistent sind. Die Hitze ist ja definitiv ein Thema. Da muss ich vor allem am Ende dann mit den Softs aufpassen, aber... Passt schon soweit. Ja, Sprit ist auch gut. Also wir können da wirklich bis zum Ende durchpushen, glaube ich. Die Einlenkpunkte, die Scheitelpunkte und so treffe ich alle gerade nicht mehr so perfekt. Das liegt aber jetzt immer daran, dass die Reifen auch gerade auf der Vorderachse nicht mehr so griffig sind. Da muss ich vor allem, wenn ich aus der Box rauskomme, jetzt dann aufpassen, dass ich da nicht zu früh irgendwo einlenke. Okay, was so. Ja, 6,3, ey, super. Wir verlieren kaum Zeit und Verstappen auch nur ein paar Zehntel verloren. Also ist alles gut. Jetzt haben wir nochmal eine gute Inlap raus. Dann gucken wir mal, was wir mit den Softs noch reißen können gegen die Hardfahrer. Ein bisschen zu weit, Vorsicht. Drecklimits, Drecklimits! Von Dreck, ne, wie Dreck, wie der Schmutz und dann Limits. Ist so doppeldeutig, weil wenn man rausfährt, ist man auch, ne, Dreck. Steht ja Drecklimits. Track Limits, sondern Track Limits. Ich liebe Doppeldeutigkeit. Jetzt bauen sie aber ab. Jetzt wird es auch Zeit, dass wir reinkommen. Uiuiui, ja. Jetzt haben wir in der Inlap aber gut Zeit verloren. Also jetzt. Vielleicht doch eine Runde eher rein können, aber wobei wir wissen halt dann nicht, wie die Softs dann am Ende einbrechen. Egal. Schauen wir mal, wo wir rauskommen. Okay. Komfort Rukovic wäre geil. Komfort Rukovic wäre geil. Sieht gut aus. Okay, komm. Ich halte mal die Fresse. Viel Spaß.
bei den Runden. Jetzt heißt Quali Mode, den wir ja im Quali nicht fahren konnten, weil Regen. Jetzt machen wir Trocken Quali Mode. Eine Quali Runde nach der anderen. Ich pfeife aufs Reifen schon. Let's use overtake and burn off some of this energy. Fuck. Dachte, der kommt ein bisschen schneller da rum. Das war nämlich nicht so geil. Wollte schon vorbei an Hamilton, aber dass dann der Perez davor so langsam ist. Egal, ging nochmal gut. Gut reagiert. Trotzdem ärgerlich. So, aber Hamilton muss jetzt dran glauben. Aber will er da nicht. Überlegt, ob ich reinbremsen soll, aber da hat er jetzt geil gebremst. Ich will es auch nicht mit der Brechstange machen. Merk halt, wie das Auto gerade auch leichter wird. Das ist so geil. Es macht jetzt gerade richtig Spaß, hier durchzufliegen.
great chance of taking this position. Come on, you know what to do. So, jetzt müssen wir gucken, jetzt müssen wir es geschickt anstellen. Das Auto liegt wie eine Eins, Mann. Let's go. Harten strugglen sie ein bisschen. Jetzt komm. Jetzt habe ich ein bisschen zu zaghaft raus, beschleunige, egal. Der hat kein DRS. Den holen wir uns jetzt. Okay, you're catching the car ahead, but remember, we need to get to the end of the race on these tires. Ferrari ist halt aktuell das stärkste Auto, das merkst du, auf der Gerade, wie er dagegen hält, trotzdem. Egal, komm jetzt. Der sticht trotzdem rein, ey. Krasse Nummer. Ferrari ist halt im Entwicklungsstand hier in der Karriere doch nochmal ein anderes Kaliber. Egal, jetzt komm, Headstone, wir ziehen jetzt von dem weg. Noch sollten die Softs besser gehen. Vorne sind eng zusammen, vielleicht kämpfen die ja nochmal. Das würde uns zumindest mal vielleicht nochmal ranbringen. Fahrer vor mir. That's Russell just ahead. Push for the position. Okay, gaps of the car ahead is 3.6 seconds. Okay, they're on old hard tires. Their tires are 18 laps old. Nice. Genau die Infos, die ich brauchte. Let's go, man! Come on! Ich merke natürlich schon, dass die Softs abbauen, aber das Auto, das Setup fühlt sich so geil an, dass ich trotzdem noch pushen kann. Let's do the race time here. Softs wollen langsam nicht mehr. Das passt. Ja, ich bin ganz ehrlich, ich glaube, wenn die nicht anfangen zu kämpfen da vorne, wird es nichts mehr.
Stand jetzt fahre ich die gleiche Pace. Die Runden werden jetzt leider auch nicht mehr. About the tire condition for now, everything's looking good. Ah, der Red Bull ist halt verdammt schnell auf den Geraden und Russell kommt dann dadurch nicht ran. Dadurch gibt es auch keinen Zweikampf. Andererseits wissen die ganz genau, wenn die anfangen zu kämpfen, dann komm ich. Mann, der ist aber letzte Runde leider auch. Okay, this is your final lap. Final lap of the race. Sind am Ende bei mir. Okay, we've only got one lap of fuel remaining.
weit weg, schade. Nein, Quersteher. Aber ich bin eh zu weit weg. Schade, ey. So knapp. Fast noch ans Podium gekämpft. Aber ich bin so happy. P4, geil. Ey, boah. Und ich meine, ey, McLaren und Red Bull Ferrari, die sind auch saustark. Und dann so aufzuholen. Ich bin super happy. Ich glaube, das ist auch super geil anzusehen, das Rennen gewesen. Gepusht bis zum Ende. Die Reifen waren am Ende halt komplett am Arsch. Und wir sehen ein Team, das auf dem Siegertreppchen kein Unbekannter ist und erneut den Platz an der Spitze belegt. Ein grandioses Rennen und ein beeindruckender Sieg für Ferrari am heutigen Tag. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Das war nicht das beste Resultat für unseren Weltmeisterschaftsführenden. Sein Vorsprung ist geschrumpft. Wer war nach diesem unglaublichen Renntag dein Fahrer des Tages, Stefan? Für mich ist das heute der einzig wahre. Das war eine souveräne Vorstellung heute. Wirklich beeindruckend. Es ist Zeit, einen Blick auf die Konstrukteursrangliste zu werfen. Ferrari baut den Abstand an der Spitze der Tabelle weiter aus. Gleichzeitig hatte Red Bull ein starkes Wochenende und hat die Position in der WM verbessert. Also, Stefan, damit endet ein weiteres fantastisches Rennwochenende. Vielen Dank an alle, die mit dabei waren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, was man auch nicht übersehen sollte, Nico hat es auch nochmal in die Punkte geschafft. Vom Zweitletzten aus gestartet, also auch das eine richtig, richtig gute Aufholjagd. Das zeigt einfach nochmal, im Trockenen ist die Long Pace echt gut von unserem Auto. Also das ist schon echt nice. Jetzt müsste es nur noch im Regen funktionieren und auch im Qualifying ein bisschen besser. Ich denke mal, man könnte, wenn man jetzt gemein ist, sagen, die Startphase, wo ich ein bisschen aufgehalten wurde, auch das Manöver gegen Vettel und so weiter, beziehungsweise Vettel gegen mich, hat am Ende das Podium gekostet. Aber ich will eigentlich nicht gemein sein, denn ich denke mal, das ist ein super Ergebnis. Ich habe gesagt, Kampfansage war P6, das haben wir auch geschafft. Es wäre fast sogar noch ein Podium drin gewesen. Man darf auch echt nicht verkennen, wie stark die da vorne einfach auch alle sind. Und man darf auch nicht verkennen im Vergleich zu Imola. Wir hatten hier tatsächlich nur einen einzigen Ausfall, kein Safety Car, was mir irgendwie geholfen hätte. Also von der reinen Stärke her, würde ich sagen, war das Rennen stärker als in Imola. Von dem her, top Ergebnis. Wir haben die schnellste Rennrunde dank der Strategie auch. Und deswegen, so weitermachen. Jetzt kommt Monaco, wenn ich richtig liege, sowieso eine Strecke, die ich sehr mag. Ich darf jetzt nur nicht überheblich werden, weiter auf das aufbauen und dann, ja, geht vielleicht Monaco auch was. Natürlich dürfen wir dort nicht vergessen, dort muss es Qualifying sitzen, weil natürlich Überholen dort so gut wie unmöglich ist. Aber wenn das passt, wer weiß, vielleicht können wir nochmal gut punkten, aber aktuell spielen wir da vorne irgendwo mit, vielleicht noch nicht ganz, ganz vorne, da fehlt noch ein bisschen was, aber hey, wir sind auf einem guten Weg und das freut mich gerade ungemein, wenn man bedenkt, wie es so die letzten Wochen, Monate, gefühlt schon Jahre aussah, denn auch im letzten F1-Titel lief ja gar nichts zusammen. Das letzte Mal, wo wir wirklich gut unterwegs waren, war F1 2020, deswegen ist es schön, jetzt wieder da so ein bisschen anzuknüpfen und den Weg dahin zu bahnen. Und das macht mir gerade unglaublich viel Spaß. Fahrzeug macht ultra viel Spaß zu fahren. Ich glaube, man merkt das auch irgendwo. Und ich glaube, auch das Zuschauen macht Spaß, wenn man merkt, hey, der Ray kann endlich wieder pushen und das Auto macht's mit. Es bricht nicht einfach aus oder gibt dem Ray ein ungutes Gefühl. Also, ja, darauf können wir aufbauen. Ich bin mega happy damit. Und ja, wenn dir das heute gefallen hat, ich würde mich sehr über ein Däumchen nach oben freuen. Natürlich auch über Feedback in den Kommentaren. Das lese ich natürlich selbstverständlich auch immer sehr, sehr gerne. Und ich lasse dich jetzt einfach nochmal mit den Highlights alleine. Und wir hören uns hoffentlich ganz bald wieder beim nächsten Mal, beim großen Preis von Monaco hier aus der F1 22. Meine Teamkarriere mit unserem PXR Racing Formula One Team. Mach's gut, bis dann. Ciao!